Management ein Rechenzentrum erwirtschaften. Hier nochmal der Risikohinweis. Heißt unser Überblick: News, Indizes, Forex, Rohstoffe, dann kommen die Top 4 Cloud-Raketen, Termine und Kontaktdaten. Schauen wir uns mal die News an. Was machen denn hier die Daten? Dow Jones plus 3 und plus 23 innerhalb eines Jahres, DAX plus 4, 33 aber auf Einjahressicht, FTSE 1%, 20% auf Einjahressicht, IBEX 2%, plus 35 ist hier der beste Markt auf Einjahressicht. Auf Dreijahressicht ist es hier in der Übersicht der DAX. Dann haben wir Euro, US-Dollar, minus 5, minus 3, US-Dollar, japanischer Yen, plus 1, plus 9 jetzt, britisches Pfund, US-Dollar, plus 3, minus 4 und Öl, dann nehmen wir mal das amerikanische, minus 9, minus 7 und Gold unverändert und minus 5. Zunächst mal die News, wir haben USA, US-Technologieaktien unter Druck, nachdem das Einreiseverbot für bestimmte Länder wieder in Kraft tritt. Ja, viele gebildete und gut ausgebildete Tech-Mitarbeiter kommen halt aus diesen Ländern und darum gehen die US-Technologie ein bisschen zur Neige hier und sind unter Druck. Auftragseingänge für Gebrauchsgüter steigen am Montag in den USA nur um 0,1 statt 0,5%. Ebenfalls negativ. Und die Yellen-Rede vom Dienstag. Yellen ist gegen eine Deregulierung der Finanzmärkte, die ja eingeführt wurde nach der Finanzkrise. Also diese wieder abzuschaffen. Europa, da haben wir Mario Draghi, der spricht im portugiesischen Sintra von einer möglichen Zinsanpassung und daraufhin zieht der Euro-US-Dollar-Kurs merklich an auf über 1,12. Und die Konjunktur in Europa erhöht sich ebenfalls. IFO-Geschäftsklima-Index in Deutschland auf sehr hohem Niveau, zwar minus 0,2, aber dennoch bei 107,9 Punkten. Das ist sehr gut. Rohstoffe, Gold, Kursliste, 1243 US-Dollar Unterstützung hinter sich und steigt auf 1251. Und der Anstieg, der hält ja auch an. Gold ist einer der besten Märkte. US-Rohöl, Preisverfall vorerst bei 42, 52 US-Dollar gestoppt. Langfristig dann noch negativer Verlauf hier. Und Euro-US-Dollar-Kurs durchbricht Widerstand bei 1,1282 und steigt weiter. US-Dollar-Japanischer Yen nach Preisverfall in Übergang in Seitwärtsbereich zwischen 109,43 und 114,32 Yen. Und Cable-Kurs findet Unterstützung bei 1,2666 und steigt auf 1,2825. Bei den Aktien haben wir eine Meldung von General Motors. Die senken ihr Verkaufsausblick in den USA auf nur 117 Millionen Einheiten. Und Google bekommt eine Strafe der EU von 2,7 Milliarden wegen Suchmaschinendominanz. Und da geht es vornehmlich um Produktplatzierung im Shoppingbereich. Übernahme von Stada durch Bain und Civen geplatzt. Annahmequote wurde verfehlt. T-Mobile-Fusion auf Eis gelegt mit Sprint bis Ende Juli. Aber ist nicht vom Tisch. Apple kauft VR-Brillenanbieter für Blickverfolgung aus der Nähe von Berlin. Bitcoins sind jetzt bei uns verfügbar. Symbolname BTC und dann, weil sie in Euro hier gehandelt werden, Euro und BTC US-Dollar. Ja, virtuelle Währung und gleich loslegen hier. Für viele ist das ja das neue Geld. Punkt 2, die Hauptmärkte im Überblick. Schauen wir uns mal die einzelnen Märkte an. Wir haben den Dow Jones hier, plus von 20 Punkten, 21.352. General Electric war noch einer der besten, 0,13%. Dann aber ganz eine Weile nix. Am Ende haben wir den größten Verlierer Microsoft, 2,23%, Caterpillar 1,76% und Travelers Company 1,6%, JP Morgan Chase minus 1,42% und wir haben ihn jetzt hier zwischen den 21.303 und den 21.537, hier ein sehr schöner Anstieg, der auch weiter anhält. Kommen wir zum UK 100, da haben wir ganz oben die Smiths Group, 2,4 vorne, EasyJet 2,10 und da kommt die British Telecom 1,6, ganz am Ende der Wholesale, der Baukonzern 5% minus, G4S 3,26 minus, 3% minus die Mediklinik und aktuell hier 15 Punkte vorne oder 0,21% auf 7.421. Und aktuell würde ich jetzt hier die beiden Bereiche 7.375 markieren und im High-Bereich die 7.599. Wie sieht es beim DAX aus? Der sieht so aus. Wir haben da die Commerzbank 1,9 vorne, Lufthansa 1%, Continental 0,5%. Ganz am Ende haben wir die RWE 1,8, Infineon 1,6 und heute minus 82 Punkte oder 0,6%. 12.588
Und auch hier ein sehr schöner Aufwärtstrend. Hier in der Tagesansicht sieht es ja so aus. Also bewegen sind wir uns hier oben rechts und das sieht dann so aus in der 4-Stunden-Ansicht. 12.955 ist jetzt hier der Widerstand und Unterstützung haben wir die 12.491. In Spanien sieht das Ganze so aus, da haben wir einen Minus von 22 Punkten, 0,21% und die 10.608, die haben wir aktuell auf der Uhr. Gamesa, der Energiekonzern hier, 1,42% regenerative Energien. ACS, der Baukonzern, 0,8% plus, dann erstmal gar nichts mehr. Und am Ende die Red Electrica 3,8, Ninos Grifols 3,5, Enagas 2,5. Ja, und wie gesagt, der IBEX, der hat da seinen All-Time-High noch nicht zurück. Man sieht es ja links, die 11.800 und 83. Jetzt oben sieht man sie wieder, die oberste rote Linie. Und bis dahin ist es wirklich noch ein bisschen hin. Hier sieht man diesen Abstand. Aktuell von uns interessant die Marken von 11.236 und im Low hier 10.523. Gehen wir mal zu den Devisen rüber. Euro-US-Dollar plus 3% in 3 Monaten, 2,5 auf 1 Jahressicht. Steigt hier vom Januar bei 1,04 auf knapp 1,14 jetzt. Und gerade die Draghi-Rege hat ihn nochmal nach oben bewegt hier. Das ist hier unser Zeitfenster hier, 1,11 unten und 1,13 oben, also 2 Cent Unterschied. Und da haben wir auch schon US-Dollar, japanischer Yen, der von den 118 kommt. Ich gehe mal hier noch auf Tagesansicht, die 118, genau, die haben wir jetzt hier gesehen. Hier mal die wegnehmen, Linie. 118 hier oben gesehen. Und seitdem fällt und fällt und fällt er hier auf die 108, zwischenzeitliche Erholung auf 114 und jetzt haben wir ihn eigentlich schon in so einem Seitwärtsbereich. So sieht das Ganze aus. Und die Seitwärtsrange, die verläuft aktuell zwischen den 112, hier hat er gerade gebildet, und hier im unteren Bereich die 108. Ansonsten auf 3-Monats-Sicht plus 1%, 9% plus auf 1 Jahressicht. Wie sieht es aus beim Cable? Cable hat aktuell ein Plus von 3% auf 3-Monats-Sicht. Auf 1 Jahressicht ist es dennoch so negativ, fast 4%. Und wir haben hier seit dem 19. April haben wir die Situation, dass der Cable hier die 1,25 hier als Unterstützung hat und Widerstand oben die 1,30. Also genau hier, 12. April geht das Ganze los. Und da muss man jetzt gespannt sein, wo er ausbricht. Kurz nochmal zum Gold. Gold ist unverändert auf 3 Monats-Sicht, 1 Jahressicht minus 5%. Dennoch darf man sich nicht täuschen lassen, das steigt hier seit dem 25.12. hier, das ist die vertikale Linie, steigt er jetzt auf 1295 zweimal angetestet. Und aktuell haben wir ihn jetzt hier nochmal 4-Stunden-Ansicht, hier im Low bei 1235. Und im High-Bereich, wie gesagt, die 1295. Ist also genau 60 Dollar Unterschied. Und es sieht so aus, wenn er jetzt wieder Richtung Nordpol wandert. Und das Öl, das macht uns aktuell ein bisschen Sorge, dass nicht als Autofahrer, aber ja, weil der Preis auch merklich fällt. Von den 55, 73 kommen wir hier oben, hatten das Plateau hier oben gebildet und jetzt seit dem 7.3. geht es hier nach unten. Hatten die 42 Dollar schon gesehen. Und da ist er jetzt aktuell abgeprallt und jetzt erholt er sich ein bisschen. Hat ja meine Marke auch schon gerissen. Ist eigentlich auf die 44, 54 setzen. Auf 3 Monats-Sicht haben wir ein Minus von 9%. Auf 1 Jahressicht sind es nur minus 7,3. Ja, hier nochmal eine Empfehlung. Wir haben schon mal für Sie verglichen. Kauf von Bayer Aktien CFDs im Wert von 2.500 Euro. Ist bei uns herausragend günstig. Zahlt man bei uns nur 2,50 Euro. Bei der Hansaity Brokerhaus Global Markets, bei Flatex, IG Markets, CMC Markets zahlt man glatt das Doppelte. Ganz zu schweigen vom Sparkassenbroker Comdirect. Ja, da zahlt man fast das Vierfache. Und geh einfach auf hanseatic-brokerhaus.com/de. Du kannst direkt dort ein Konto eröffnen. Dauert nur 5 Minuten.
Und so siehst du auch hier das Formular, hier der rote Pfeil. Und wie gesagt, du lädst nur eine Personalausweiskopie von dir hoch und ein Wohnortnachweis, kannst du schon eine Gasrechnung sein oder eine Wasserrechnung. Ja, nachdem du das gemacht hast, kannst du auch direkt einzahlen und das Konto ist sofort handelsbereit. Es dauert wirklich nur 5 Minuten, das Ganze zu machen. Und du hast bei uns auch wirklich gesagt, keine versteckten Kosten, keine Kontoführungsgebühr zum Beispiel, keine Einzahlungsgebühr, Visa, Mastercard. Ja, da zahlst du bei anderen Broker teilweise 1,6%, entfällt bei uns. Du hast auch keine Mindesteinzahlungssumme, keine Mindesthandelsgebühr wie 5, 6 oder 8 Euro, wie das häufig gebräuchlich ist. Und Gebühren zahlst du auch nur, wenn du aktientief dies kaufst und das auch nur in Höhe von 0,10% pro Auftrag. Ja, daran ändert sich gar nichts. Und der Handel mit FX, Rohstoffen, Aktienindizes und ETFs ist sogar kommissionsfrei. Und obendrauf kriegst du noch 7 Handelsplattformen plus Social Trading Plattform Swipe Stocks. Geh einfach auf hanseatic-brokerhaus.com/de. Punkt 3, die Top-Aktien der Woche. Der erste Wert, den ich heute empfehle, das ist die Citrix Systems, das US-amerikanische Softwarehaus wurde bereits 1989 in Florida gegründet und das ist bekannt geworden durch Anwendungs- und Server-Software. Mittlerweile bietet man ja auch vermehrt Lösungen für virtuelle Desktops, Sicherheit und Netzwerkoptimierung an. Virtuelle Desktops ermöglichen es, zum Beispiel Programme über das Netzwerk ohne große Computerleistung zu beziehen. Man muss also keine großen PCs mit unglaublichen Leistungen beziehen, sondern ganz einfache, was Wartung und Kosten einspart. Und Mitarbeiter können so auch mobil von jedem Ort der Welt per App auf Anwendungen zugreifen. 20% aller Anwendungen werden im Abo-Modell vertrieben. Und das erste Quartal hat hier einen Umsatz plus von 1% gezaubert. 663 Millionen. Starkes Wachstum kam besonders aus Europa. 10% plus. Und Software-Abo-Modelle über die Cloud wachsen um 24%. Also hier ein Cloud-Highflyer der ersten Güte. Operative Margin bei 28%. Und da das hier eine günstige Einstiegsmöglichkeit ist, haben wir jetzt einen leichten Rücksetzer um 7% innerhalb von 3 Monaten. Aber auf lange Sicht hier plus 30%. Symbol ist CTXS.OQ. Cisco ist mein zweiter Wert. Cisco Systems aus San Jose, Kalifornien, wurde bereits 5 Jahre vor Citrix gegründet von Studenten der Stanford-Universität. Bekannt ist Cisco vor allem für seine Internet-Router, Switches und WLAN-Geräte, die einen wesentlichen Teil des Internetnetzwerkes darstellen und einen und auch sagen, ein Rückgrat. Zudem erstellt man Anwendungen für Videotelefonie, das sieht man hier rechts, ein Videocall in einer Firma, Voice over IP und Firewalls. Cisco unterhält zudem viele Daten- und Hybrid-Cloud-Rechenzentren, wo man Daten lagern kann. Und Q3 haben wir hier einen Umsatz, der leicht zurückgegangen ist, auf 11,9 Milliarden Dollar. Dafür ist aber die Bruttomarge gestiegen und liegt jetzt bei 64,4%, Cashflow plus 10% sogar. Man hat hier die Übernahme von AppDynamics abgeschlossen, weil man will mehr Richtung Abo-Gebühren für Softwareangebote gehen und möchte da einfach von den Gebühren einfach auch profitieren. Bevorstehende Übernahmen sind noch VIPTALER und Mind Meld, zwei Softwareanbieter. Ja, die will man da integrieren und dann auch weitere Abo-Modelle anbieten, wie das aktuell große Mode ist. Also meine zweite Cloud-Raketenempfehlung, sozusagen günstige Einstiegschance, minus 9% geht der Wert hier zurück, aber kein Problem, 15% plus auf Einjahressicht. Cisco hat das Symbol CSCO.OQ. Hier noch ein weiterer Hinweis für dich: die am schnellsten wachsende Social Trading Plattform am Markt. Verdiene Geld pro kopierten Auftrag. Swipe Stocks, geh einfach auf swipestocks.com/de und du kannst direkt auf der Startseite ein Konto eröffnen, genau wie bei der Hanseatic Brokerhaus. Nur hast du hier die Swipe Stocks Social Community hinter dir. Du musst einfach nur das Formular ausfüllen und eine Personalausweiskopie hochladen und Wohnortnachweis und eine Einzahlung eintätigen. Du kannst dich direkt mit Facebook anmelden, dauert auch nur 5 Minuten. Und was der Vorteil von der Social Trading Plattform Swipe Stocks: du kannst Aufträge profitabler Trader kopieren. Ja, du kannst auch dich kopieren lassen und wirst dafür vergütet. Du kannst das Swipe Stocks User in deiner Nähe finden mit dem Trade Radar. Es gibt Gewinnspiele, umfangreiche Rankings und Bonusprogramme. Du siehst mal, wer ist aktuell der beste Trader. Du kannst auch direkt diese Trader kontaktieren. Es gibt Friends, Follower und Messenger-Funktionen. Und weit über 500 Werte, die du handeln kannst. Und es gibt das Ganze als Webtrader-App für iPhone und Android. Und geh einfach auf swipestocks.com/de.
Schauen wir uns mal den Wert hier an, der kommt aus den Niederlanden. Den habe ich schon mal empfohlen. Ist ein sehr schöner Wert. Heute krame ich ihn wieder raus. Ist wieder an der Zeit. Führender Wissens- und Informationsdienstleister im Bereich Recht, Wirtschaft und Steuern. Rechtsanwälte schwören auf Wolters Kluwer, weil sie können ihre ganze Verwaltung darüber abwickeln, über Apps und Cloud-Anwendungen. Und zusätzlich gibt es integrierte Fachverlage und Softwaremarken für weitere Einnahmequellen. Geschäftsfelder sind in der Übersicht Recht und Wirtschaft, Steuern, Rechnungswesen, Finanzen, Gesundheit und Pharma. Und das erste Quartal endet mit einem Plus im Umsatz von 3%. 60% kommen aus den USA. Also mitnichten der Hauptmarkt hier in den Niederlanden, der ist eh viel zu klein und auch nicht Europa. 600 Millionen Euro Aktienrückkaufprogramm zwischen 16 und 18 werden durchgeführt. Das pusht den Anstieg des Kurses nochmal zusätzlich. Und die Übernahme von Targetik für 300 Millionen, das ist ein Performance-Management-Software-Unternehmen, wurde ja auch abgeschlossen gerade. Und auch hier die Abo-Modelle ein wichtiger Faktor. Für 2017 wird eine operative Margin von 23% erwartet. Und der Kurs steigt um 2% in 3 Monaten, 13% auf Einjahressicht. Ist ein Überflieger, das heißt, er steigt und steigt und steigt. Ist kaum aufzuhalten. Symbolname ist WLSNC.AS für Amsterdam. Der nächste Wert sieht so aus, kommt aus Großbritannien und heißt Sage, Softwareunternehmen aus Newcastle. Weltweit einer der größten Anbieter für Unternehmenssoftware und für kleine und mittlere Unternehmen. Kernfunktionen sind Finanzen, Marketing, Personal, Buchhaltung, Verkauf, CRM, also Customer Relationship Management, Einkauf, Warenbestand und Produktion. Halbjahr 2017 hier, tolles Umsatzplus von 6,4%. Gewinn vor Steuern steigt sogar über 31% auf 180 Millionen Pfund. Für das Gesamtjahr 2017 wird ein Umsatzanstieg von 6% und eine operative Marge von 27% anvisiert. Man hat hier das Personalmanagement IT-Unternehmen Fairsale übernommen, das nun Sage People heißt. Und man fokussiert sich bei Sage insgesamt auf das goldene Dreieck. Ja, das ist jetzt nicht in Südostasien, sondern das soll die Bereich Buchführung, HR, Zahlung und Banking beinhalten. Und du siehst hier mal die Anwendung hier. Unter anderem gibt es auch Daten über das Apple Phone, Apple Watch. 15% plus macht der Wert hier gut in 3 Monaten. 10% auf Einjahressicht ist ein Richtungswechsel in Unternehmen und Symbolname hier SGE.L für London. Das sind die Termine der kommenden Woche. Wir haben zunächst die Bank of England und EZB. Die beiden Präsidenten sprechen heute. Können vielleicht weitere Informationen zu ihrem weiteren Vorhaben entnehmen. Erdölbestand heute um 16:30 Uhr, Bruttoinlandsprodukt morgen, ich denke, das ist der wichtigste Termin der Woche für Q1 USA. Fern- und Arbeitslosigkeit am Freitag, dann haben wir Bruttoinlandsprodukt UK, auch ganz wichtig, und am Montag schließt die Börse in den USA bereits um 13 Uhr wegen der Unabhängigkeitstag. Auch am Dienstag, da fällt allerdings der ganze Handel dann flach, kein Handel am Dienstag in den USA. Kaijin Manager Index, das ist eine Wirtschaftszeitung in China, die meldet um 3.45 Uhr Daten. Dann haben wir nochmal Herstellungs-Einkaufsmanager Index Deutschland kurz vor 10. Und am Dienstag dann nochmal Baugewerbe und Einkaufsmanager Index Dienstleistung, beides UK. Punkt 5, Kontakt. Du kannst direkt auf unsere Homepage gehen, www.hanseaticbrokerhaus.de, und kannst direkt ein Konto eröffnen. Dauert nur 5 Minuten, das Ganze zu machen. Und du kannst auch direkt uns auch kontaktieren, wenn du das willst. Wir haben ein mehrsprachiges Service-Team. Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr sind wir erreichbar. Und oder du schreibst eine E-Mail. Du kannst uns auch folgen auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Und hier nochmal meine Kontakt-Details, falls du Anregungen hast. Und bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mittwoch. Chris.